Komm, dann würde ich sagen, ich sammle noch diese Statuen, um diesen Boost zu erhalten und diese Outfits. Hä? Ist es nicht gerade, die Statuen würden auf der Minimap? Ah, auf der Minimap angezeigt werden. Aber das heißt, ich kann ja gar nicht irgendwie an alle Stellen hinkommen, weil die Missionspunkte vor den Türen sind. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, wenn ich da reinlaufe, dann fängt doch gleich die Mission sofort an, oder nicht? Okay, zumindest eine ist auf der Minimap. Aber ich glaube, wir hatten doch noch mehr. Die fehlten. Oder nicht? Ist übrigens auch cool, wie akkurat der Weg auf der Minimap mit dem Weg auf der Insel hier übereinstimmt. Ist ja mal ziemlich falsch. Really? Kommt hier gar nicht mehr durch? Irgendwie doof. Aber dann braucht man ja ein Boot. Und dort unten war ja kein Boot. Wie soll das denn gehen? Oder muss man die während der Mission einsammeln? Was ja auch irgendwie doof wäre. Ist ja nirgends ein Boot. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das irgendwie gecheckt habe. My making money.
look like a cab driver to you? Shit! Offensichtlich muss man das mit einem Boot machen. Und einfach von Hongkong aus hinfahren. Und anders geht's wahrscheinlich gar nicht. Zumindest hat sich die Farbe wieder verändert, also sind wir wieder hier in diesem Gebiet. Noch 3 Statuen verbleiben. Ich würde sagen, ich fahre einfach mal um die Insel herum. In der Hoffnung, dass alle einfach irgendwie so an der Küste sind. Wahrscheinlich ist es auch so. Kung Fu is the favorite style of Wei Shen. It features smooth flowing moves and quick counterpunches. Wieso es hier Kameras gibt, finde ich auch irgendwie suspekt. Da oben ist doch einer auf dem Weg. Wieso fährt hier ein Polizeiboot herum? Hallo? Ich darf hier sein. Bitte sag mir, dass man hier durchkommt. Gut. Aber wo ist denn die letzte? Okay, dort unten. Finde ich irgendwie cool, dass hier noch was dazu erzählt bei diesen Statuen. Die, okay, ja doch, die Jade-Statuen, da gab es ja auch eine Geschichte dazu. Alle für Opa-Statuen gefunden, MMA-Outfit und irgendwas anderes auch noch. Und 40% Bonus. Beim Fighten, was uns zwar leider nichts mehr bringt irgendwie, also schön, dass es das gibt, aber brauchen wir nicht.
Sobald wir dann beim Boot sind, würde ich sagen, fahren wir wieder zurück nach Hongkong und schauen uns die zwei Outfits mal an. Das ist ein schönes, kurzes DLC gewesen, finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Mal schauen, wie die anderen zwei sind. Eins geht ja, glaube ich, mehr in die polizeiliche Richtung und das andere dann wieder in... Ne, das andere geht dann in Richtung Ghost-mäßiges Zeugs. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da wären wir wieder. Allerdings, was ich mich immer noch frage, ist, wieso wir eigentlich noch weitere Kameras haben, die wir aufdecken könnten. Obwohl ja hier alles auf 100% ist. Gehackte Kamera 26 von 26. Irgendwie schräg. Das nächste Haus ist wo? Ab nach North Point. Immer noch etwas, was am meisten Spaß macht. Einfach Leute von den Motorrädern rammen. So, dann schauen wir uns doch das mal an. Ich glaube, das ist eins, oder nicht? Bungak. Manhattan Nahkampf. Blitzkrieger Outfit. Mixed Martial Arts Outfit bereit für den Ring. Erhöhten Nahkampfschaden. Okay. Und Muay Thai Outfit für Fans der Kunst der 8 Gliedmaßen. Wow, sieht cool aus. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Von dieser Special-Folge oder diesem DLC wird wahrscheinlich zwei Folgen oder so geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Sleeping Dogs bei den anderen zwei DLCs. Bis dahin, haut rein. Tschüss.